Hallo, hier ist wieder Carsten Pompino und heute zeige ich euch mal einen Tape zur Entlastung des Übergangs zwischen Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule. Dafür habe ich schon zwei Tapes vorbereitet, zwei Lymphtechniken, zwei Fächer. Ihr setzt die Basis am Schulterblatt am oberen Rand an. Der Patient dehnt leicht vor und ihr zieht dann das Tape über die Halswirbelsäule ab und legt nun die Enden wellenförmig über das zu behandelnde Gebiet. Ohne Zug möglichst. Das zweite Tape kommt identisch zum ersten, nur von der anderen Seite wieder die Basis ohne Zug auflegen, über das behandelte Gebiet abstreifen und die Enden wellenförmig anlegen. So. Bei der Anlage habt ihr eine schöne Entlastung in dem Bereich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis bald.